Gutes Beispiel, wir waren am 29. in Berlin und haben es nicht für möglich gehalten, wie sehr wir hinterher in die rechte Ecke, in die Schwurbler-Ecke, in you name it, geschickt wurden. Also es sind ja immer dieselben Begrifflichkeiten. Also rechtsradikal, antisemitisch, Verschwörungstheoretiker. Genau. Wenn gar nichts mehr hilft, Reichsbürger und noch am besten Holocaustleugner umdrehen. Ja, genau. Alles davon. Alles davon. Okay. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, es gibt da eine staatlich bezahlte Organisation, die sich genau um dieses Framing kümmert? Ja, da okay. Sag ich, gebe ich dir voll recht. Ach so, aber du kennst sie noch nicht. Nein, ich kenne sie nicht. Okay, sagt dir ein Name Michael Butter etwas? Ja. Sagt dir ein Name Pia Lamberti etwas? Ja. Die sind beide zusammen mit noch vielen anderen Leuten, unter anderem auch noch Jan Rath hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mhm. Die sind also alle zusammen in einem Netzwerk, das nennt sich Compact. Ja. Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Das heißt also vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien. Und die werden über EU-Mittel dafür bezahlt, dass sie uns allen erzählen, dass Verschwörungstheoretiker immer auch Antisemiten und Rechtsradikale sind. Was